Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal mit mir, Wolfram Kabit. Ja, wir sind hier in diesem kleinen süßen Außenposten gelandet. Und sind jetzt eigentlich im Inbegriff zu versuchen, uns einen Säbelzahntiger zu tamen. Das heißt zu tamen, zu zähmen, zu bändigen. Und der sollte, also die Viecher sollten irgendwo hier rumeiern. Da hinten leuchtet was gelb. Ist dann natürlich die Frage, woher entsprechend. Ja, hier haben wir eigentlich nur Venyas bis jetzt. Hä? Was zum Teufel? Was ist das? Die haben in der Steinzeit Brandbomben gehabt? Echt jetzt? Ja. Das sag ich jetzt einfach mal nicht zu. Hey, ich schmeiß Molotov-Cocktail. Benzin wird zwar erst so in 1000 Jahren erfunden, aber ist okay. Okay. Alter, wie viele sind denn hier? Das klingt hier irgendwie so, als wenn hier einer unterwegs wäre. Ah. Oh oh. Als allererstes werfen wir den mal hier hin. Huch, ein Huhn. Glück gehabt. Jawohl, wir haben einen Säbelzahntiger. Du hast zwar nicht so schöne Augen wie andere, aber... Ubisoft Club-Aktion beendet. Whatever. So, wir haben jetzt die Waffe, Alter. Wir haben jetzt die tierische Waffe, Junge, ne? Wir machen jetzt die Udams Blatt, Alter. Mit die Säbelzahntiger-Gerät, ey. Der Gerät schläft nicht. So. Das ist ja wieder unser Lager. Als nächstes, was haben wir denn hier? Höhlenlöwe, okay. Den kennen wir ja schon. Dann entweder das hier oder das hier. Schwierigkeit Mittel, Schwierigkeit Mittel. Da ich das jetzt aber schon markiert habe und das nur 300 Meter weit weg ist. Oh, hi. Darf ich vorstellen, mein neues Spielzeug. Suchen. Der hat ja nicht mal einen Kratzer. So. Da hinten ist dieses komische Kackdorf. Hier können wir auch runter. Ach, der gehört zu uns, okay. Ich sollte echt langsam gucken, wo ich hinlaufe. Bist du denn? Bist du ein Affe? Okay. Knurrt denn hier noch rum? Ja, da hinten schwimmt wieder so ein komischer Piranha. Der uns wahrscheinlich auch direkt tierisch in den Arsch beißen wird. Ja, er hat uns schon entdeckt. Aua. Aber interessant, der greift uns nur einmal an und lässt sofort von uns ab. Also wirklich Interesse an uns hat er nicht. Soll mir auch recht sein. Ach, jetzt schwimmt er uns auch noch hinterher, diese kleine Ratte. So. Hä?
Was ist das da? Irgendwie so ein Horn oder sowas? Ah, da ist was drin. Das heißt, so als allererstes werden wir irgendwas angreifen, und zwar am besten dich. Und danach werden wir mit der Eule kann ich gar nicht den Käfig da frei räumen. Scheint so. Dann mache ich dich halt platt. Wo bist denn du noch hier? Du solltest als nächstes den da platt machen. Hi. Mach den mal da platt. Was ist das hier? Warum war das hier irgendwie... Ich dachte, ich könnte ihn jetzt wenigstens mal hier heilen. Hi. Kann ich dich jetzt heilen? Kann ich nicht heilen, Säbelzahntiger? Das ist ja für Unsinn. Wieso bin ich jetzt schon wieder tot? Alter. Sind wir schon wieder hier und nicht da? Haben wir kein Fleisch mehr oder was? Doch, Fleisch haben wir noch. Was sind das hier eigentlich mal für komische Säcke auf dem Boden? Also auf der Karte. Achso. Kann ich nicht heilen. Doch, kann ich. Guten Hunger. So? Geht doch. Achso, ich stehe wieder in Flammen, wie üblich. Passiert ja gerne bei mir. Gehen wir mal hier ins Wasser. Brennt jetzt also für den ganzen Boden ab, bevor ich in den scheiß Rucksack da kann, oder was? Nee. So. Ja, natürlich. Wegen dieser Feuersbrunst da, genau. So, wie dem auch sei. Alter, das breitet sich jetzt ja echt aus. Das gibt's doch jetzt nicht. Hm? Attacke! Mach mich stolz. Hä? Von was? Vor allem von wo? Haben wir keine Feinde mehr, oder was? Tatsache. Kann ich dich heilen? Warum kann ich dich... Und los!
Was stimmt mit dem nicht? So, wen haben wir denn noch hier? Da hinten ist noch einer. Yay, wir haben es geschafft. Halleluja. Peiska-Fluss, Außenposten. Anstrengende Scheiße. Wo ist meine Kitty? Da hinten irgendwo, okay. Ach ja, du warst ja auch noch in dem Käfig. Oh, gut. Wir fackeln gerade alles ab. War ich das? Nee, das ist ein Venya. Oh, hi. Warum kann ich dich eigentlich nicht heilen? Wo muss ich dich angucken? Muss ich dir das Fleisch in den Arsch schieben? Was ist das? Wie heile ich dich? Heule. Ist jetzt nicht euer Ernst. Also, da müssen die Entwickler nochmal ein bisschen nachhelfen, ne? Ich dir nichts zu fressen geben kann, obwohl ich das eigentlich sollte. Kann ich das einsammeln? Ach, jetzt geht's. Veterinär, okay. Dann würde ich mal sagen, als nächstes nehmen wir uns den hier vor und dann gucken wir mal, was von dem Wichser da hinten seine Rüstung wert ist gegen einen Säbelzahntiger. Bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber erstmal müssen wir da wieder hinwandern. Werden währenddessen wahrscheinlich von einem Urzeit-Piranha gefressen. Dann werde ich auch nach dieser Folge mal kurz eine kleine Verpflegungspause einlegen. Ich bin es auch immer wieder fast... Wow! Was ist denn überhaupt der hier? Okay. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Gut, haben wir immer einen Fortschritt gemacht. Wir sind näher da. Tigerchen ist auch wieder gespawnt. Eigentlich müssten wir den ja schon Bären aufhetzen, ne? Was können wir für Bären tamen? Höhlenbär, nicht zähmbar. Braunbär und Dachs. Warum ist der Höhlen... Ach so, der Höhlenbär gehört ja zu den hinterlistigen Geräten. Wow. Mal egal. Hier kommen wir runter. Hier ist irgendwie ein Kumpel von uns. Irgendwo. Ach, du. Nee. Okay. Dann kraxen wir mal weiter hier hoch. Hier hat man schon direkt so das Bedürfnis, Assassin's Creed-mäßig hier hoch zu rennen. Aber ich glaube, das entfällt hier. Komm mal, Blatt. Wenn der aufs Maul will, kann er aufs Maul haben. Ach, du gehörst wieder zu uns? Ja, ihr gehört beide zu uns. Wie geht's dir gesundheitlich? Soweit eigentlich ganz gut. Darf ich dich wieder füttern? Okay, darf ich wieder nicht. Also das ging mit dem Wolf, geht das besser. Ich habe keine Ahnung, warum es mit dem Säbelzahntiger sich das Spiel so schwer tut. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ne, kommen wir nicht. Alle Gegner töten und Leuchtfeuer entzünden. Dann gehen wir jetzt erstmal nach hier. Und dann kommandieren wir unsere neue Superwaffe.
Schiefer. Schiefer ist immer gut. Ja, dann Attacke. Was passiert denn, wenn ich den anzünde? Jetzt brennt mein Tiger auch noch. Stirb, du Affe! Ach, den Typen habe ich gar nicht umbringen brauchen, oder was? Ich habe mich gerade gefragt, wie viele Pfeile ich in den reingestopft habe und wie viele Speere und wie viele... Ja. Tiger. Krallen. Zähne. Wie auch immer. Ich hätte gern wieder meinen Pfeil. Hi. Hast dir verdient. Oh, hier gibt's Pfeile. Kann ich aber nicht alle mitnehmen. Schade. Tiger geht's wieder gut. Wir können hier nochmal alles einsammeln. Gut. Ja. Was sagt denn der Tacho? Tacho sagt, ich habe noch 3 Minuten zu erfüllen. Was können wir denn hier jetzt noch machen? Ach, das geht nachher unten auch noch weiter. Ach du Scheiße. Ah, hier ist dann wahrscheinlich die Grenze. Ach du Scheiße. Achso, das war gerade im Spiel. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie so einen Soundpack auf dem Ohr. Aber dem ist nicht so. Wir können ja noch schon mal zurückreisen. Wir wollten uns, glaube ich, noch... Also, ich wollte mir, glaube ich, noch Winterkleidung machen. Wenn ich mich recht entsinne. Und eigentlich müssten wir von ihr als allererstes was upgraden, ne? Da fehlen uns nur noch 2 Bevölkerung fehlen uns noch und Mammuthaut. Ach du Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, wie wir ein Mammutblatt kriegen sollen. Warum laufe ich hier eigentlich rum? Ich kann das doch hier machen, oder? Wolfsfell. Seltenes Weißjagdfell und Weißwolffell. Okay, das ist ja auch nicht so schwer. Was haben wir hier noch? 2-händige Keule. Können wir machen. Langbogen. Ah, fehlt uns noch einiges. Doppelbogen. Auf den bin ich echt mal gespannt, wie der ist. Was ist das? Steinsplitter? Okay. Einfach mal machen. Seltener Südstein. Wo kriegen wir den her? Was haben wir hier? Speergürtel. Keulengürtel. Ich glaube, Speergürtel ist noch sinnvoller als Keulengürtel bei mir. Kann man noch irgendwas machen? Ja, nicht so. Da kann ich nichts upgraden. Da fehlen uns Knochen. Ich habe zum ersten Mal keine Knochen. Das ist was Neues. Ja. Waffenwechsel. Du hast gerade eine neue Waffe freigeschaltet. Du kannst mehrere Waffen desselben Typs in deinem Handwerksmenü freischalten. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen und zwischen den Waffen desselben Typs zu wechseln. Wähle eine Waffe und drücke Mausrad hoch oder runter, um zwischen den Waffen desselben Typs zu scrollen. Okay. Also müsste ich doch hier jetzt... Ah, ich verstehe. Jetzt wäre es natürlich noch interessant, irgendwie das Stat zu sehen. Was ist?
Was brauchen wir eigentlich, um dich hier noch abzugraden? Viel zu viel. Ja, und dann mit Ausblick auf unser Dorf sage ich dann mal danke fürs Zusehen. Das war, jetzt wollte ich schon wieder Rise of the Tomb Raider sagen, das war Far Cry Primal mit mir, Wolfram Kabitsch, und danke, ja, danke fürs Zusehen, und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.